So, Herbert, es ist schon spät genug. Lass uns jetzt schlafen gehen. Wo nur Klaus die ganze Zeit bleibt. Er sollte vorhin nur mal eben zur Kneipe runter, sich ein wenig ablenken. Ich kann ja mal hin und nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Das könnte dir so passen, vergiss es. Schade. Nur noch wenige Tage. Nur noch wenige Tage. Und was dann? Dann kriegst du von mir ein großes, wertvolles Geschenk und 100 rote Rosen. Oh je, so viel? Was hast du denn angestellt? Nichts, aber du wirst doch dann 100. Stimmt, da war ja was. Also jetzt bin ich aber sprachlos. Na, wenn es so ist, schenke ich dir dann wieder öfter was. Auch mal so zwischendurch. Wusstest du eigentlich, dass unser Briefträger ein ganz altes Ferkel ist? Der hat mir gestern auf Nachfrage erzählt, warum er nie geheiratet hat. Er hat es nämlich mit allen Frauen auf dieser Straße getrieben, außer mit einer. Aber er wollte mir nicht sagen, welche Frau auf dieser Straße er noch nicht geknallt hat. Das wird wahrscheinlich Frau Weinrauch von nebenan gewesen sein. Hübsch war die ja noch nie. Aha, so ist das also. Verstehe. Statt dich hätte ich damals besser des Teufels Großmutter geheiratet. Das wäre aber nicht gegangen. Ehen unter Geschwistern sind verboten. Hallo, aufmachen! Nanu, wer klopft denn um diese Uhrzeit noch? Na, wer wohl? Unser Enkel Klaus. Na, der kann sich jetzt aber was von mir anhören. Mitten in der Nacht, dieser Bengel. Inge, der Junge ist erwachsen. Lass ihn einfach rein. Komm rein, Klaus. Du hast Glück, dass Opa und ich noch wach sind, weil wir durch eine Runde Strip-Poker ganz die Uhrzeit aus den Augen verloren hatten. Ansonsten hättest du draußen im Schuppen schlafen können. Ich hatte dir doch gesagt, 2 Bier und um 22 Uhr bist du wieder zu Hause. Ach, so herum war das. Ab mit dir ins Bett und später, wenn wir alle wieder wach sind, reden wir mal. Wird gemacht, Oma. Gute Nacht. Bis später, Inge. Halt, stopp! Es ist kurz nach 2 Uhr in der Nacht. Wo willst du denn jetzt noch hin? Ich will nur ein bisschen spazieren gehen. Ist mir schon klar, was du willst, du altes Schwein. Je olla, je dolla. Nix da. Los wieder zurück mit dir ins Bett. Marsch! Sonst klatscht es, aber kein Beifall. Och, Menno! Ich bin ja schon froh, dass du seit der Schottlandreise letztes Jahr nicht mehr hinter jedem Rock her bist. Nächstes Wochenende bin ich übrigens auf der Wellness-Tour mit Frau Weinrauch. Kann ich dir davor noch irgendetwas für dich tun? Nein, danke, das genügt. Du Sterzkeks, was wünschst du dir eigentlich nachher zum Mittagessen? Gerne Rohkost, wenn es geht. Rohkost? Wieso das denn? Dann brauche ich keine Angst zu haben, dass du das Essen wieder anbrennen lässt. Na, wenn das so ist, kannst du ja kochen. Ich? Kochen? Ich bin hier der Mann im Haus. Was soll ich denn sonst noch machen? Wäsche waschen, putzen, Kinder kriegen. Was meinst du wohl, wofür der liebe Gott die Frau erschaffen hat? Damit der Mann nicht so allein ist. Falsch. Natürlich, damit die Frau für den Mann den Rücken krumm macht. So steht es doch auch schon in der Bibel, zumindest sinngemäß. Du kannst gleich mal sinngemäß ein paar auf die Schnauze kriegen, wenn du nicht aufhörst, diesen Quatsch zu erzählen. Und jetzt wieder zurück ins Bett. Hoffentlich vertrage ich mich bald wieder mit meinem Mann. Wir haben schließlich alle einen Dachschaden. Die Frage ist nur, bei wem es schon reinregnet. Und so kompliziert ist mein Mann ja auch nicht. Ich muss ihn nicht verstehen. Nur ihm ab und zu sagen, wie toll er ist und mich danach nackig auf ihn setzen. Und wenn ich mal wieder alleine sein will, stelle ich mich einfach im Baumarkt an den Infostand. Inge, wusstest du eigentlich, dass die meisten berühmten Frauen unbedeutende Väter gehabt haben? Das ist wissenschaftlich belegt. Das ist ja super. Dann hat unsere Tochter ja noch eine reelle Chance. Wenn du dich weiterhin so kindisch verhältst, kaufe ich dir irgendwann eine Hüpfburg. Prima Idee. Am besten kurz, nachdem ich dir ein Luftschloss gebaut habe.
Hätte ich damals doch bloß auf meinen Vater gehört. Wieso? Was hat er denn gesagt? Er sagte immer, Herbert, wenn du irgendwann mal heiraten solltest, heirate bloß einen Soldaten. Denn der kann kochen, Betten machen, aufräumen und hat gelernt zu gehorchen.